ihr Lieben, ich habe für euch heute den besten und einfachsten Trick, wie man falsche Wimpern klebt. Der Clou dabei ist, dass ihr nur die Hälfte bzw. ein Drittel der Wimpern verwendet. Glaubt mir, meine Art ist die einfachste. Viel Spaß und lasst mich wissen, ob es geklappt hat und ob ich der Trick bzw. der Tipp geholfen hat. Also die Wimpern, die ich heute benutze, sind die Adele Demi Wispies Black. So sehen sie aus. Eine Wimper habe ich schon rausgelöst und die andere lösen wir mal zusammen raus, damit ihr auch da wisst, wie das am besten geht. Am besten ist es, mit dem Finger hier oben rauf zu drücken. Ihr solltet möglichst nicht an einem Ende festhalten und dann ziehen, weil dann könnt ihr das Bändchen kaputt machen, beziehungsweise die einzelnen Wimpern können sich verdrehen und dann sieht das doof aus. Also am besten, ihr nehmt den Zeigefinger oder den Daumen, dann drückt ihr das so ein bisschen runter und zieht dabei. Und da könnt ihr sicher gehen, dass das auf keinen Fall kaputt geht. Und das geht auch ziemlich easy. Und dann nehmt ihr das so möglichst immer am Bändchen, also nie so am Ende der Wimpern greifen. Meistens ist da noch so ein ganz kleines bisschen Kleber an den Wimpern dran. Das machen wir natürlich ab, weil den Kleber möchten wir nicht dran haben. Ihr nehmt euch am besten eine Nagelschere, weil dann könnt ihr am besten schneiden. Hier haben wir das eigentlich äußere Ende der Wimper und hier das innere. Ich werde diese Seite hier verwenden. So, jetzt gucke ich, wie viel ich abschneiden möchte. Am einfachsten ist es, so ungefähr ein Drittel der Wimper zu nehmen. Ich werde so ungefähr hier schneiden. Oder ihr könnt natürlich auch die Hälfte nehmen, nachdem wie groß eure Augen sind. Nur mal so als Tipp, umso kürzer das Bändchen, umso kürzer die Klebefläche und umso einfacher lassen sie sich dann kleben. Das ist Emma, sorry. Also ich würde sagen, das ist jetzt so ziemlich die Hälfte, die ich genommen habe. Ich nehme die Seite, die normalerweise am inneren Augenwinkel klebt und die längeren Wimpern packe ich erstmal weg, aber die kann ich später auch noch benutzen. Der Clou ist es, dass ich, Moment, auch das zeige ich euch vom Nahen, so wie ihr die Wimper jetzt seht, ist hier das längere Ende. Ich würde meinen, dass man das jetzt am äußeren Augenwinkel, beziehungsweise, dass ich das jetzt an diesem Auge aufklebe, damit ich außen die langen Wimpern habe. Ich mache es aber andersrum. Ich nehme diese Wimper, da wo die Wimpern jetzt am längsten sind, zeigt es nach innen. Ich werde sie nämlich hier außen auflegen. Und dann habe ich die kurzen Wimpern hier am Ende. So, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Jetzt habe ich zwei Kleber zur Auswahl. Ich sage ganz ehrlich, auch bei den Billigwimpern, sind die Kleber meistens relativ gut. Also da muss man jetzt keinen speziellen teuren kaufen. Ich habe zum einen den Duo-Kleber in Schwarz, den finde ich ganz in Ordnung. Welchen Kleber ich aber richtig gut finde, das ist der Kleber, der bei den Kiss Lashes, also Kiss Wimpern mit dabei ist. Kiss Wimpern bekommt man bei Rossmann. Die Wimpern, die sind auch super, super schön. Da ist in dieser Verpackung auch der Kleber dabei und der hält bombenfest, wirklich. Und den nehme ich heute auch. Wir brauchen auf jeden Fall eine Pinzette. Und was ich an diesem Kleber ganz gerne mag, ist, dass er mit so einem Applikator kommt. Und ich trage den Kleber direkt vom Applikator am Wimpernband auf. Wichtig ist vor allem, dass am meisten, in Anführungsstrichen, am meisten Kleber an den beiden Enden dran ist. Weil dort soll es am besten haften. Mal zur Orientierung, so viel Kleber habe ich drauf. Das ist nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Auf keinen Fall zu viel Kleber drauf machen, weil erstens trocknet der Kleber dann nicht schnell genug, beziehungsweise rutscht die Wimper dann zu lange hin und her. Das ist der, ich glaube, am häufigsten gemachte Fehler, weil man denkt, man braucht viel Kleber, damit es gut hält. Auf keinen Fall. Es verrutscht die ganze Zeit. Man wundert sich, wieso es nicht klebt. Also man braucht wirklich nicht viel. So. Jetzt sind wir uns super nah. Ihr lasst den Kleber vielleicht ein paar Sekunden antrocknen, sodass er nicht mehr ganz so weiß ist, aber auch nicht super durchsichtig. Noch ein kleiner Insider-Tipp, achtet darauf, dass eure Pinzette super sauber ist, dass da gar kein Kleber mehr dran ist. Weil wenn ihr die Wimper dann loslassen wollt und die Pinzette klebt aber noch dran, dann ist das echt ärgerlich. Der Kleber sieht jetzt so halb durchsichtig, halb weiß aus. Also an einigen Stellen sehe ich ihn gar nicht mehr. Deshalb ist das so ein Indiz für mich, dass ich sie jetzt kleben kann, die Wimper. Ich hebe meinen Kopf so ein bisschen nach hinten. Den Spiegel könnt ihr am besten so ein bisschen tiefer halten. Und dann möglichst mit der Pinzette so von oben runter. Auch ganz wichtig, dass wir die Wimper auf die Haut kleben. Nicht auf unsere eigenen Wimpern rauf. Jetzt mache ich das am linken Auge. Ist super einfach. Ich zeige euch gleich noch die andere Wimper, wie ich sie mache. Ich setze die Wimper auf, dann schnappe ich mir das äußere Ende, drücke es noch so ein bisschen ran und dann das innere Ende und schon klebt die Wimper. Also ich brauche da gar nichts mehr zu machen. Also ich drücke wirklich nur so mit der Fingerkuppe so ein bisschen die Enden noch ran und das war's schon. So, das ist der Unterschied.
Hier habe ich die Wimpern drauf, hier nicht. Ich weiß, der Unterschied ist nicht super groß. Aber erstens sieht es natürlich aus. Zweitens, also ich werde immer wieder gefragt, ob was ich mit meinen Wimpern mache, dass sie so aussehen, wie sie aussehen. Und ich sage, ich habe falsche Wimpern drauf und man glaubt es mir meistens nicht, weil man es einfach nicht sieht. So, und das mag ich so daran. Wenn ihr plant, euch Wimpern aufzukleben und ihr macht es zum ersten Mal und ihr wollt das zum Beispiel für Silvester jetzt machen, riesengroßer Tipp, macht es nicht am Abend selbst zum ersten Mal. Probiert es vorher aus. Ihr könnt die Wimpern immer wieder sauber machen, den Kleber abmachen. Ihr müsst nicht jedes Mal neue Wimpern kaufen. Ich benutze so ein Set Wimpern locker 5-mal. Ich mache sie immer wieder sauber, man kann sie wirklich lange benutzen und sie müssen nicht schweineteuer sein. Ich zeige euch nochmal, wie die andere Seite geht. So, Kleber ist drauf. Ich habe die Wimper hier möglichst mittig gegriffen mit der Pinzette. Lege sie direkt dort auf, wo ich sie haben möchte. Auch wenn ihr sie erstmal vielleicht zu weit nach innen aufsetzt oder zu weit nach außen aufsetzt, keine Panik. Man kann sie immer noch ein bisschen hin und her ziehen. Ich schnappe mir hier das Ende und drücke es etwas an. Dann schnappe ich mir das innere Ende. Lässt das so ein bisschen gegen die Haut und das war's. Mehr ist es nicht. Noch ein, zwei Tipps auf den Weg. Wenn ihr nur die Hälfte bzw. ein Drittel der Wimpern nehmt, dann müssen eure eigenen Wimpern auf jeden Fall getuscht sein. Ihr möchtet ja nicht, dass außen die Wimpern schwarz sind, die falschen Wimpern, und dann nach innen hin sind die Wimpern blond oder rot oder was auch immer. Also das sollte schon angeglichen sein. Eine Schicht Mascara reicht und das ist super unkompliziert. Ich würde die eigenen Wimpern immer vorher tuschen. Ich finde, das ist am einfachsten. Was ich bei diesem Trick auch empfehlen kann, ist, dass ihr Wimpern nehmt, wo das Bändchen möglichst durchsichtig und dünn ist. Da sieht es dann nicht so aus, als hätte man am äußeren Augenwinkel irgendetwas zu kleben oder einen Lidstrich und am Rest des Auges nichts. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch was Neues zeigen und vielleicht helfen denjenigen von euch, die die ganze Zeit davor abgeschreckt haben, künstliche Wimpern zu tragen und ihr euch aber immer dachtet, oh, das sieht aber so toll aus und ich würde so gerne. Genau. Dass ihr jetzt nicht davor abschreckt oder zurückschreckt und sagt, ich probiere das, ich schaffe das und ihr schafft das auch, glaubt mir mal, ein bisschen Übung. Manchmal auch gar keine Übung und ihr kriegt das schon hin. Trust me. Und dann wünsche ich euch einen guten Rutsch, einen wundervollen Wimpernaufschlag, ein wundervolles neues Jahr, wenn wir uns nicht mehr sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.